Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der VfB Stuttgart Karriere. Episode 32 beginnt heute und wir sehen, nachdem Isak sich den Spieler des Monats Award im Oktober geholt hat, ist er wieder nominiert für den November und dazu auch noch González und Mangala. González war ja auch letztes Mal schon nominiert, Mangala stößt da neu dazu und wir gehen jetzt erstmal ins Auswärtsspiel in Union Berlin oder in Berlin gegen Union Berlin und holen uns hier ein 1-0. Isak mit dem nächsten Tor, Union Berlin ohne Torchance, ohne Schuss. So wollen wir das sehen, wenn wir hier Spiele simulieren und dann geht es auch schon in die Champions League weiter. Da sehen wir vorm Spiel, wir sind schon Gruppenerster und wir gehen gegen PSG, natürlich mit ihm hier, mit Coman, den wir am Anfang der Saison dorthin verkauft haben und uns dann mit Isak danach verstärkt haben. Ich denke, für uns ist es ein Upgrade geworden. Coman war gut, Isak ist aber besser. Für PSG weiß ich nicht, aber dadurch, dass wir ja vor ihnen stehen, ist es schon mal ein gutes Zeichen für uns, dass wir das Richtige gemacht haben. Alle Spieler sind fit bei PSG, deswegen dachte ich, es wird ein sehr schweres Spiel mit einigen Jugendspielern auf unserer Seite, weil wenn wir eh nicht mehr Zweiter werden können, warum sollte ich dann vor einem wichtigen Ligaspiel dann noch hier die besten Spieler aufstellen? González wurde aufgestellt, weil der wurde geschont gegen gegen Union Berlin, so rum. Deswegen hat der hier auch direkt das 1-0 für uns machen können, nachdem Pavlovic mit einem Freistoß an Keylor Navas gescheitert ist. Die Antwort von Paris kam aber dann auch über Coman, dann auf Neymar und dann auf ihren Weltstar Mbappé. Im Endeffekt, was soll man machen gegen Neymar und Mbappé? Das ist in Ultimate Team nicht anders wie im Karrieremodus. Dachte ich auch, ist geil, dass Mbappé hier direkt das Crybaby auspackt. Der Jubel ist schon triggernd, muss man sagen, auch in Offline-Game-Modes. Aber wir hatten ja eh nicht unbedingt vor, das Spiel zu gewinnen. Hatten aber trotzdem noch die Chance dazu, weil Kempf hier den Ball erobert, Correa González in Lauf schickt. Und González findet dann in der Mitte Zaza Kalajdzic, der hoffentlich Player of the Month wird in echt. Und dann hoffentlich ein Ultimate Team, eine SBC bekommt, auch wenn er den falschen Fuß hat in FIFA. Ist eigentlich Linksfuß, hat in FIFA aber den rechten Fuß als starken Fuß. Dinge passieren, würde ich mir trotzdem wünschen. Schickt hier uns auf jeden Fall erstmal in Front. Correa, ja, Red Time Finish, was soll man sagen? Da wurde ich ein bisschen zu Trigger happy. Und im Endeffekt geht es dann 2-1 aus. Ich war sehr überrascht, dass wir hier PSG trotzdem schlagen konnten, obwohl wir so gut durchrotiert haben. Natürlich war González wieder an jedem Tor beteiligt. Ein Tor, eine Vorlage. War jetzt gegen Paris an 6 Toren beteiligt von 6. Also jedes unserer Tore gegen Paris hatte irgendwo den Fuß von González mit drin. Und damit sind wir ungeschlagen Tabellenführer. Kommen weiter mit 16 Punkten in der Champions League. Lässt sich auf jeden Fall sehen. Und danach ging es dann nach Hamburg. Die mit ihrer Dreierkette gegen unsere Dreierkette. Also ein offensives Spiel wurde sich versprochen. Mal schauen, ob wir das auch liefern können. Alexander Isak hier, Bundesliga-Top-Torjäger, wie gesagt, ist absolut in bestechender Form. Wir haben ein Heimspiel im Regen. Können also hier unsere Heimstärke nutzen. Klimovic wird durchgeschickt, der spielt für González und macht auch direkt das 1-0. Immer wenn Klimovic spielt, spielt er gut. Das ist, seit er aus seiner Leihe letztes Jahr zurückgekommen ist, einfach absoluter Wahnsinn. Trotzdem kann ich ihn natürlich nicht von Anfang an spielen lassen, wenn ich hier González und Isak vorne drin habe, die beide überragend spielen. Hamburg kam dann aber zum Ausgleich über Paciencia und Iago Falke, der Mann, der früher bei Turin und Rom gespielt hat. Macht hier das 1-1 für den HSV. Bis dahin verdient, ist nämlich nicht so viel passiert. Also wenn jeder mit seiner ersten Chance trifft, ist das doch ganz in Ordnung. Hagi schickt dann Mangala durch und der testet mal das Aluminium am Stuttgarter Tor oder am Hamburger Tor in Stuttgart. Klimovic macht es ihm dann genau nach, trifft dann Pfosten. Also wir haben schon zwei Teile der Woodwork Challenge gemacht, Pfosten und Latte. Es fehlt nur noch der andere Pfosten. Isak verfehlt den aber fürs erste Mal und trifft lieber ins Tor. Ist mir dann im Endeffekt auch lieber. Macht also da weiter, wo er in den letzten Spielen aufgehört hat. Hat schon wieder in zwei Spielen in Serie getroffen. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, ihn zu kaufen. Ich glaube, wir müssen uns da keine Sorgen machen, dass es irgendwie ein Fehleinkauf war oder eine Investition, die sich nicht gelohnt hat. Hagi versucht hier nochmal aus der Distanz fast zum 3-1. Aber das macht dann Isak hinterher, nachdem Sosa mal wieder eine butterweiche Flanke reinbringt. Bisschen Akrobatik beim Abschluss. Gehört auch dazu, muss auch mal sein. Bein war ein bisschen hoch, aber im Endeffekt ist der Ball im Tor, also kann es alles andere egal sein. Mangala gewinnt uns hier den nächsten Ball, Isak auf Massimo und dann geht die Reise wieder ab. Massimo frisch eingewechselt, bedient dann nochmal Isak, der zieht ein bisschen rein, kurzes Eck und rein damit. Isak also mit seinem Hattrick hier im Spiel,
Tore 2, 3 und 4, alle von Alexander Isak. Und je länger ich drüber nachdenke, desto perfekter war der Hattrick auch wieder. War das erste war ein Kopfball, das zweite mit rechts, das dritte mit links. Da sind wir irgendwie gut drin in dieser Karriere, auch wenn wir hier natürlich noch das 4-2 kassieren vom HSV. Paciencia setzt sich hier in der Mitte durch gegen Waldemar Anton. Kann man nichts machen, es geht direkt weiter und es geht auch direkt wieder weiter in Richtung unser Tor. Duziak haut hier richtig einen raus, dachte, kann ich safe weggrätschen. Hat nicht funktioniert, also 2 Minuten vor Schluss kommen wir nochmal ins Zittern. Aber ich kann euch jetzt schon verraten, mehr ist nicht passiert. Issa kann sich den Matchball abholen und daheim aufhängen. Wir kassieren zwar 3 Tore, aber machen halt auch 4. Also ist alles in Ordnung. Hier Isak mit seinem Hattrick hat jetzt 13 Bundesliga-Tore. Also kann man da, wie gesagt, nicht von einem Fehleinkauf reden. Monatliches Scouting-Update dann mal wieder aus Argentinien. Juan Mancilla, auf jeden Fall ein sehr gutes Talent. 1,2 Millionen Marktwert kann man definitiv mitnehmen. Der Rest ist dann eher schlecht gewesen. Hier so Leute wie Santiago Santos wären interessant gewesen. Rückblickend hätte ich mir vielleicht mal die Position angucken sollen, wo ich gerade das Potenzial sehe, aber 230.000 Marktwert ist halt auch einfach nicht so viel. In Rumänien leider hatten wir wieder wenig Glück. Man muss einfach sagen, ich glaube, dass EA da ein bisschen dran gearbeitet hat, dass die schwächeren Länder sozusagen nicht so gute Talente mehr finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da mehr Erfolg habt, aber ich habe da gar keinen Erfolg mehr. Der Scout, habe ich letztes Mal schon gesagt, geht zurück nach Deutschland, dass wir da immer einen Scout haben, immer 9 Monate, immer alle Spieler und dann kommt es zum absoluten Spitzenspiel. Einen Tag nach meinem Geburtstag, am 13. Dezember geht es hier in Dortmund gegen Dortmund. Erster gegen Zweiter, 1 Punkt Unterschied. Das hat einfach Spitzenspiel draufgeschrieben und es muss auch Spitzenspiel drin haben. Dazu noch Brandt, einer der Nominierten für den Spieler des Monats. Macht ja auch direkt das 1-0. Ist ja auch in der Torschützenliste, glaube ich, Zweiter oder Dritter. Ich weiß zwar nicht, wie der so viele Tore macht, wenn Haaland vor ihm steht, aber ich glaube, ihr habt es gerade gesehen, Haaland macht die Lücke, in die Brandt dann reinläuft. Das sieht man hier ziemlich gut und der Abschluss lässt sich natürlich auch sehen, aber wir haben auf der anderen Seite natürlich so jemand wie Alexander Isak, Hagi González und natürlich auch Silas Wamangituka. Wham Bam macht hier das 1-1. Wham Bam hat auch gepasst zu dem Abschluss, einfach nur böse draufgeknüppelt. War drin, kann man sich also nicht beschweren. Wham Bam macht hier das 1-1. Ist auch schön weitergespielt gewesen hier. Von Janis Hagi, der den mit dem Kopf verlängert. Mangala dann mit dem perfekten Steckpass auf Wamangituka. Und der legt direkt ein hinterher. Birki sieht schlecht aus. Lupfer aus spitzem Winkel. Sieht immer blöd aus für einen Torhüter. Ist aber sehr effektiv in FIFA, muss man sagen, in Karrieremodus. Wenn man nah am Torhüter dran ist, der Lupfer geht eigentlich ganz gut. Wamangituka macht hier, wie gesagt, seinen Doppelpack noch vor der Halbzeit. Wir drehen das Spiel und übernehmen hier die Führung im Spitzenspiel in Dortmund. Haben ja auch Angelino von denen gekauft, haben sie ein bisschen geschwächt. Die spielen jetzt mit Zinchenko hinten links und ich glaube Hazard war es vorne links. Wamangituka dann mit seiner dritten Torbeteiligung steckt hier auf González durch, der sich im Laufduell durchsetzt gegen Gabriel, der von Arsenal gekommen ist. Und schon steht es 3-1. Wir können vor unseren Fans feiern und die Führung ausbauen. Sollte dann eigentlich auch eine ziemlich gute Führung sein. Also nach 60 Minuten mit 2 Toren führen, da sollte nichts anbrennen, denkt man. Aber dann kommt Angelino und schenkt seinen alten Kameraden dann nochmal eine Elfmeter. Sehr ungestüm, sehr unglücklich angestellt. Bisschen zu spät gekommen und dann, als der Ball schon weg war, quasi den Fuß weggetreten. Klarer Elfmeter. Nicht so eine klare Sache im Abschluss, aber halt der Abschluss einfach zu gut. Kobel riecht die Ecke, springt auch früh, aber der Abschluss war so stramm, da kommst du einfach nicht hin. Erinnert ein bisschen an den zweiten Elfmeter gegen Sevilla, der war ja ähnlich. Richtige Ecke vom Torhüter, aber einfach zu stark geschossen. Wamangituka macht dann noch seinen Hattrick perfekt. 4 Torbeteiligungen im Spiel, wird hier durchgesteckt, macht das 4-2 in der 78. Und das war dann auch der Schlusspunkt auf einem absolut wilden Topspiel. Also ich glaube, wenn das Samstagabends um 18.30 Uhr kommt, sind alle, die vorm Fernseher sitzen, relativ zufrieden, wenn sie jetzt nicht unbedingt BVB-Fans sind, aber sonst, ja. Warum seht ihr Cristiano Ronaldo? Ich habe ein bisschen geguckt, welche Regens schon im Spiel sind, habe dann geguckt, wer das so spielt und Cristiano Ronaldo ist einfach mit einer 88 in den freien Spielern. Also Messi wurde uns schon angeboten, hätten wir das Ding angenommen, hätten wir Messi und Ronaldo hier ganz entspannt vereinen können.
So haben wir es nicht angenommen und ich werde auch nicht Ronaldo kaufen. Außer mir schreiben jetzt 15 Leute in die Kommentare, ja, hol Ronaldo aus den freien Spielern. Dann würde ich es auch machen, wenn ihr das sehen wollt. Ich glaube aber nicht, dass ihr das sehen wollt und ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht sehen. Wir gehen lieber weiter ins Spiel gegen Gladbach und ja, ich bin ein bisschen zu verspielt gewesen. Klimovic ist ja eigentlich gut durch, aber Isak macht es dann in der zweiten Chance. Klimovic war gut durch, dachte ich, gehe ich am Torhüter vorbei, aber irgendwie blocken die den auf der Linie dann doch immer noch. Klimovic holt sich also eine Vorlage statt am Tor. Isak baut seine Führung an der Torjägerliste aus. Also im Endeffekt können wir damit auch zufrieden sein. Junior von Gladbach geht dann über außen durch und die hatten richtig Glück. An kurzen Pfosten, wirklich an den Pfosten dran und dann vorm Tor steht einer frei. Sehr unglücklich, wie es passiert ist, aber im Endeffekt kann man sich nicht arg drüber beschweren. Wir sollten das Ding trotzdem gewinnen. Wenn man in der Ausstellung gesehen hat, es sind eigentlich nur noch Jan Sommer und Marcus Thuram da von der alten Riege bei Gladbach. Das heißt, da sollten wir einfach die drei Punkte mitnehmen, egal ob die jetzt ein glückliches Tor machen oder nicht. Klimovic wird hier von Isak das Tor aufgelegt und er legt dann Isak noch das nächste auf. Also erstes Tor Klimovic auf Isak, zweites Tor Isak auf Klimovic, drittes Tor Klimovic auf Isak. Die zwei harmonieren ganz gut da vorne im Sturm, wenn González mal eine Pause braucht. Kann man also glücklich damit sein. Hier mal wieder der Klassiker, hinten rausgespielt, den Ball nicht losgeworden. Ich will gar nicht mehr so viel drüber reden, es nervt mich nur noch. Weil ich finde irgendwie Teampressing ist so krass OP. Auch wenn es in Karrieremodus kommt, in Karrieremodus braucht man einfach nur Geduld, das weiß ich auch. Aber wenn man es einmal kurz nicht blickt, du wirst direkt, steht keine einzige Person mehr frei, wirklich keiner. Und überall steht irgendjemand, dann passiert es mir relativ schnell, dass der Ball mal weggeht. Deswegen haben wir das zweite 4:2 in Folge, nachdem dann Isak noch beim letzten Tor den Deckel drauf macht. Dritter Hattrick im dritten Spiel für einen von unseren Spielern. Isak 2 und Wamaan Gituka ein. Also wir haben eine wilde Phase gerade, auch mit sehr vielen Toren. 4:2, 4:3, 4:2. Und dann haben wir hier die Nachricht bekommen, dass der Castros Vertrag ausläuft. Und dieses Mal werde ich sagen, verlängere ich ihn nicht. Ihr seht, wie viel ZMs wir haben. Und ihr seht auch, wie viel davon ausgeliehen werden. Und er ist jetzt halt auch schon 35, geht halt auch die ganze Zeit runter, spielt nicht mehr so viel. Deswegen werde ich seinen Vertrag diesmal nicht verlängern. Santi Carrillo hole ich hoch und Erich Weber habe ich, glaube ich, hochgeholt. Korrekt, sehe ich gleich. Genau, Erich Weber und beide auf die Leihliste gesetzt. Die sind beide 17, das heißt, am Ende der Saison werden sie wahrscheinlich fragen, ob sie hochgezogen werden können. Und das wollte ich verhindern, dass sie dann kurz vor Schluss hochgezogen werden, indem ich sie dann einfach ausleihe. Patrick Bertram kam an, haben wir ja gekauft gehabt, wurde natürlich auch auf die Leihliste gesetzt. Mit der 64 hilft er uns noch nicht so viel, aber wenn er ein bisschen hochgeht, kann er uns da helfen. Für das Wintertransferfenster, das jetzt kommt, sind bei uns 12 Millionen im Transferbudget. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Positionen verstärkt haben wollt oder irgendwelche Transfers sehen wollt, wie gesagt, schreibt alles in die Kommentare. Und bis dahin sind wir auf Platz 1. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da und schaut später bei unserem Stream auf YouTube vorbei. 13 Uhr oder 14 Uhr müsst ihr anfangen, müsst ihr drauf schauen, wie es auf unserem Kanal aussieht. Ansonsten folgt uns auf Twitch, da kommen immer freitags Weekend League Streams. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Ciao, ciao. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized.